Hallo und herzlich willkommen. Wie du siehst, für heute habe ich für euch wieder ein Muster vorbereitet, den man als Bündchen verwenden kann. Das ist die rechte Seite. So sieht die aus. Und das ist die linke Seite. Meiner Meinung nach, kann man diese Muster im Grunde genommen für alles verwenden, sogar für Schals, weil die beiden Seiten sehen ganz toll aus. Wie du siehst, da ist dazwischen ganz kleine Ajour, die kleinen Löcher. Man strickt das ganz einfach, das ist wirklich ganz einfache Muster. Ich habe hier ganz kleine Skizze vorbereitet. Wo ich hier zwei Rapports gezeichnet habe. Wie du siehst, dieser Muster besteht aus 5 Maschen plus 2 Maschen plus 2 Randmaschen. Ich habe hier 2 Rapports gestrickt, um euch zu gezeichnet. Ich habe da, glaube ich, mehr Rapports, weiß ich nicht, wie viele. Ist egal. Auf jeden Fall, wir würden jetzt zusammen mehrere stricken, wo ich euch zeigen möchte. Ich habe das extra, jetzt war ich kurze Zeit weg, ich habe was anderes gedacht, aber ist egal. Ich habe hier 2 Rapports gezeichnet, deswegen, um euch das zu zeigen, dass wir nach dem ersten Rapport haben wieder 2 Maschen links und danach 3 Maschen rechts und wir stricken weiter. Dann fangen wir wieder an hier mit 2 linke, 3 rechte und so weiter und so weiter. Erstmal am Schluss stricken wir die 2 linke Maschen, das ist für Symmetrie. Wie du siehst, hier haben wir nur linke Maschen, Umschläge und 3 Maschen zusammen. Das heißt, wir stricken für die von euch, die zuerst einmal bei mir sind, so zeichne ich die linken Maschen, so zeichne ich die rechten Maschen, das sind Umschläge. Und das sind 3 Maschen zusammen, ganz normale, einfache Maschen, 3 Maschen zusammen. Das zeige ich dir gleich. Wir fangen jetzt an erstmal mit den. Moment, ich muss mir mein Heft hier holen. So. Also, noch was zu der Wolle. Ich habe hier gestrickt wieder mit dieser Baby Merino mit Nadelstärke 3. Das ist auch die Baby Merino für Nadelstärke 3 und die habe ich auch hier genommen. So, wie gesagt, 5 plus 2 plus 2 Randmaschen. Und wir haben hier 6 Musterreihen, wobei die erste Reihe und die fünfte Reihe sind gleich. Wir fangen an mit der Randmasche. Die Randmaschen, die immer habe ich hier nicht aufgeschrieben. Die Randmasche, die erste Randmasche, die hebe ich auf, die stricke ich nicht. Und dann haben wir 2 Maschen links. Eins. Und 2. Dann kommen 3 Maschen rechts. 1, 2 und 3. Und das war unser erster Rapport. Jetzt wieder 2 Maschen links. 1 und 2. 3 rechte Maschen. Das war zweiter Rapport. 2 Maschen links. 3 rechts. Und wieder nächster Rapport.
und 3 rechte, 2 und 3, 2 linke. Wie du siehst, ich habe hier mehrere Rapports, um dir das besser zu zeigen, wie das hier aussieht, wenn man das in der Breite mehr hat, dann kannst du das besser sehen, wie das aussieht, wenn das fertig ist. Wie gesagt, hier in der ersten Reihe haben wir rechte und linke Maschen. Ne, das war noch eine rechte. Und jetzt kommt 2 links, 3 rechts. Und meine erste Reihe habe ich schon, jetzt würde ich beenden. Deswegen mache ich die 2 linke Maschen für Symmetrie. Und die letzte Masche ist die Randmasche, die stricke ich immer nach links. So, das war die erste Reihe. Die zweite Reihe stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Das heißt, wir haben hier in der ersten Reihe die 2 letzten für Symmetrie als linke Maschen. Hier erscheinen die als rechte Maschen. Die stricken wir rechts. Jetzt haben wir hier in der ersten Reihe die 3 rechte Maschen. Die erscheinen hier als linke Maschen. Und so stricken wir die zweite Reihe, bis wir wieder am Ende sind. Dann stricken wir unsere letzte Masche, die Randmasche, stricken wir nach links. Also nochmal, die zweite Reihe stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Und so strickst du, bis du wieder am Ende bist. Wir sind jetzt bei der dritten Reihe. Und da fangen wir an mit der Randmasche. Und dann haben wir wieder 2 Maschen links. 1 und 2. Dann kommt ein Umschlag, 3 Maschen zusammen und wieder ein Umschlag. Ein Umschlag, 3 Maschen zusammen. So, wieder ein Umschlag. Das war unser erster Rapport. Und jetzt fangen wir wieder mit 2 Maschen links. 1 und 2. Dann machen wir einen Umschlag, stricken 3 Maschen zusammen und machen wieder einen Umschlag. Da kannst du schon sehen, dass du hast hier als nächste wieder 2 Maschen links, ein Umschlag und 3 Maschen zusammen. Ein Umschlag, 2 linke Maschen, 3 Maschen zusammen. Umschlag, 2 links. Das ist sehr wichtig, dass du die Umschläge nicht vergisst. 3 zusammen. Ein Umschlag, 2 linke Maschen, 3 zusammen und wieder ein Umschlag. Dann haben wir wieder 2 Maschen links, Umschlag, 3 zusammen. Ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Rapports habe ich hier, aber das ist, glaube ich, egal. Ich habe mehr gemacht, weil ich wollte euch das zeigen, wie das aussieht, wenn das ein bisschen breiter ist. 3 Maschen zusammen
und das letzte Mal ein Umschlag und unsere zwei linke Maschen für Symmetrie. Ich habe schon fertig, das heißt, ich mache jetzt die Randmasche. So, das war die Reihe 3. Die Reihe 4 stricken wir so, wie die Maschen erscheinen. Es ist sehr wichtig, hier habe ich zwei Maschen rechts, sehr wichtig ist, dass du die Umschläge nach links abstrickst und auch die drei Maschen, die wir zusammengestrickt haben zwischen den Umschlägen, die würden auch nach links gestrickt. Und dann haben wir noch einen Umschlag, den stricken wir nach links. Dann kommen zwei Maschen rechts und wieder ein Umschlag war da, den stricken wir nach links. Das waren die drei Maschen, die wir zusammengestrickt haben. Die stricken wir auch nach links und so weiter, bis du wieder ganz am Ende bist. Wir sind jetzt bei der letzten Reihe und wie du siehst, die ist genauso wie die erste Reihe, also stricken wir jetzt die letzte Reihe, das ist die fünfte, mit einer Masche heben, das ist die Randmasche, zwei Maschen links. Dann kommen drei Maschen rechts, 1, 2, 3 und nächster Rapport, zwei linke Maschen und drei rechte Maschen. Und so strickst du das, bis du wieder ganz am Ende bist. Was ich noch sagen wollte zu diesem Muster. Diese Muster müssen wir nicht oder musst du nicht denken, dass diese Muster nur für als Bündchen geeignet ist. Weil man kann wirklich aus diesem, mit diesem Muster alles stricken. Ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel Röcke oder Sommerkleider kann man auch mit diesem Muster stricken. Oder eine Strickjacke. Natürlich sieht das auch toll, wie ich schon sagte, als Bündchen. Mal was anderes, nicht diese langweilige, ganz normale Bündchen, sondern was anderes. Du findest bei mir noch andere Videos, wo ich gezeigt habe, auch andere Möglichkeiten, wie man Bündchen stricken kann. So, das war die fünfte Reihe bei mir. Die letzte Masche ist die Randmasche, die stricke ich nach links. Ich mache jetzt schon die sechste Reihe zu Ende. Und diese kleine Muster, diese kleine Skizze würde ich bei Facebook reinsetzen. Die kannst du dir kopieren, obwohl ich denke, die ist so einfach, dass man das wirklich nur ganz kurz aufschreiben muss und dann danach stricken. Es besteht im Grunde genommen nur aus erster und dritte Reihe, weil die fünfte ist genauso wie die erste. Okay, trotzdem würde ich das bei Facebook reinsetzen und dann kannst du das kopieren. So, wir sind fertig mit unserem Muster. Das ist die rechte Seite nochmal. Ich finde diese Muster und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, für was verwende ich das, aber ich finde bestimmt was. Du musst selbst sagen, dass das wirklich nicht schwer war oder ist. Wenn dir das gefällt, kannst nachmachen, kannst verwenden. Ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst, wofür du das verwendet hast. Und ich danke dir, dass du wieder den Weg zu mir gefunden hast. Und ich sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Mira.